Ja, gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilien Insight, heute aus dem Sumpf, ja, einer der Kultkneipen hier in Darmstadt, an der Casinostraße. Herzlichen Dank an den Hannes an dieser Stelle, den Besitzer, dass wir hier sein dürfen. Und wir, das sind heute die Jana und der Michael. Grüß euch. Hi. Hi. Wir treffen uns hier, man sieht's auch, finde ich, Vater und Tochter, ne? Ist ja klar, wer ist. Ja, ehrlich? Ja. Danke. Nee, und zwar, ihr seid, wie man auch unschwer erkennen kann, Lilien-Fans. Und ich finde das ganz toll, weil ihr geht zusammen zum Fußball, auch schon etliche Jahre. Und ich glaube, so machen das ja ganz viele bei Lilien. Man sieht immer mal Vater, Sohn, Mutter, Sohn und was weiß ich, ganze Familien. Aber ich persönlich finde irgendwie Vater und Tochter irgendwie immer ganz schön. Mhm. Und das Spannende ist, Michael, du hast die Jana nicht schon als kleines Mädel zum Bölle geschleppt? Nein, habe ich nicht. Nee, sondern sie hat dich dann wieder jetzt vor ein paar Jahren mitgeschleppt. Erzähl doch mal, Jana. Ja, also früher bin ich ja immer mit meinen Freunden und Freundinnen vor allem auch ins Stadion gegangen. Und als es dann wieder so ein bisschen Richtung dritte Liga, zweite Liga ging, dann ist der Vater auch wieder mitgekommen ins Stadion. Ja, er hat mich einfach mal mitgeschleppt zu dem einen Spiel gegen die Kickers damals. Und da war ich natürlich direkt drin gewesen. Ne? Direkt wieder infiziert. Ja, das ist doch super. Normalerweise ist es immer umgekehrt. Nimm die Kleine mal mit und jetzt hat die Kleine, pardon, der Alte mal wieder mitgenommen. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Ja, also du gehst, glaube ich, seit der 6. Klasse so zu Lilien. Ja, so ungefähr. Genau, wir sind nicht weit auseinander. Sagen wir mal, um die 30 sind wir beide. Wir wollen es mal gar nicht so weit ausführen. Ja, was ich cool finde, ja, dass ihr wirklich, also wenn ich gerade nicht moderieren muss bei den Heimspielen, dann stehe ich ja auch auf der Süd mit meinem Freund. Da sind wir meist nicht weit weg voneinander. Ja. Und das finde ich immer toll, euch zusammen zu sehen. Ihr trinkt auch mal schön zusammen ein, ab und an mal, denke ich. Und noch mal ein mehr. Ja, und ihr flucht auch ganz gerne. Also ihr geht auf jeden Fall beide mit. Ne? Ja, also Jana noch deutlich mehr. Ja. Aber das gehört so. Sagst du jetzt. Ach so. Ja. Ich selber kriege das nicht so mit, wenn ich da mittendrin also, bin. Also ein gewisser hier nicht näher genannter Augenzeuge. Ich habe das auch schon gesehen. Also ihr geht auf jeden Fall ganz gut ab. Das finde ich gut. Und Jana, also als... Wenn man sich das mal so überlegt, gell, früher als man so Teenie war, also ganz ehrlich, da wäre mein Vater, glaube ich, mit der Letzte gewesen, den ich mit zum Fußball hätte nehmen wollen, wenn meine Freunde noch dabei sind. Ja. Wie ist das jetzt? Ich glaube, jetzt ist das eher das Umgekehrte, oder? Jetzt ist das eigentlich echt toll. Ja, jetzt ist echt cool. Also wir gehen dann immer zusammen ins Stadion und treffen dann halt die Kumpels und Freundinnen und da ist er auch eigentlich schon der Vater. Und, genau, ja. Ja. Jana Vater. Genau. Wenn er mal nicht dabei ist, dann fragen auch alle nach. Umgekehrt ist es ja genauso, wenn ich mal allein da bin, weil Jana irgendwie gerade nicht kann oder weil sie jemand anders besucht, dann werde ich auch gerade, wo ist denn Jana? Und das fehlt irgendwas dann. Ne? Also eine ganz tolle Vater-Tochter-Unternehmung. Aber ist das, beschränkt sich das meist auf Heimspiele oder macht ihr auch mal auswärts? Ne, wir sind auch schon auf Auswärtsspielen. Ja. Also, vor 2, 3 Jahren, 4 Jahren oder sowas war es noch deutlich häufiger gewesen. Jetzt im Augenblick ist, ja gut, die Situation momentan jetzt sowieso. Die klammern wir mal aus. Ne? Ja, die klammern wir mal aus, aber also deutlich häufiger Heimspiele, ne? Weil auswärts musst du halt irgendwie hinkommen dann auch immer und passt halt von der Zeit nicht immer. Was gibt euch das, dass ihr zusammen dahin geht? Spaß, jede Menge Spaß und man... Wenn sie dann noch gewinnen, ist es natürlich doppelt schön. Ne? Ja, es macht einfach Freude, auch die anderen Leute dann immer zu sehen. Und, ist das so euer fester Termin, den ihr eigentlich, also ne, das ist eure feste Unternehmung? Was sagt die Mama da dazu? Die findet das gut, glaube ich. Ja. Ne, aber will die nicht, also kommt die auch als mal mit oder ist das wirklich also so, das ist eure Sache? Nee, sie war so 1-2 Mal dabei, aber dieses lange Stehen und das Laute, das ist nichts, nicht so was für sie. Das Laute, da darfst du echt nicht bei euch sein. Ja, und was mich jetzt noch interessieren würde, also sonst hätten wir ja mal sagen können hier, was haben früher vielleicht deine Freunde gesagt, dass du deine kleine blonde Tochter mit zum Fußball schleppst, aber das hast du ja ganz alleine geschafft sozusagen. Mhm.
als wir so angefangen haben, zum Fußball zu gehen in dem Alter, da waren auch schon Mädels da, aber viel, viel weniger, als es heute der Fall ist. Was hast du denn so für Erinnerungen? Also war das, hast du dich manchmal angestarrt gefühlt, so von wegen, hey Mädchen, was willst denn du beim Fußball? Oder gab es sowas nie? Nee, komischerweise gar nicht. Glücklicherweise, aber, oder? Ja, glücklicherweise auch, aber wir waren auch immer mehrere Mädels. Also ich habe angefangen, mit einer Freundin zum Fußball zu gehen und dann ist eine andere noch mitgekommen und dann waren halt die Jungs auch dabei, aber es war eigentlich immer, also mindestens zwei Mädels waren wir immer und da hat keiner irgendwie gesagt, was willst denn du da und Mädchen gehört nicht zum Fußball oder so. Komischerweise, also kann ich mich nicht dran erinnern. Ne. Ja. Toi, toi, toi. Ne? Also gerade, dass das jetzt heute auch nicht, also noch weniger passiert. Ich glaube, dazu hat auch die aktive Fanszene bei den Lilien viel beigetragen. Ne? Ist ja auch, wir hatten mal hier im Interview das Projekt Lilly auch gegen, ja, falls sich jemand da nicht gut aufgehoben fühlt oder gar belästigt fühlt oder so, da gibt es immer Ansprechpartner im Stadion. Also wie nehmt ihr, du auch das wahr, sind schon viele Mädels mit ordentlich, ja. Also nicht nur Mädels, auch Frauen. Doch, schon ordentlich, ja. Ist doch eine super Sache. So wie das sein muss. Ja. Für jemanden, der jetzt vielleicht sagt, ah ja, mit meinen Eltern, die sind auch schon immer so ein bisschen Lilie interessiert, aber so raus ins Stadion, mach doch mal einen Appell jetzt. Was ist das Coole daran? Oder warum sollte jemand vielleicht auch mal sagen, ah komm, ich nehme die Mutter oder den Vater mal mit? Ich finde es ganz schön, dass wir dann immer so ein regelmäßiges Date haben. ja, stimmt, ja. Weil sonst wird es ja auch immer weniger, je älter man wird. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist so eine Konstante halt, ne? dass man immer mal zusammen was unternehmen kann. Definitiv. Wie macht ihr das jetzt während Corona? Wart ihr beim Heimspiel jetzt gewesen oder hat das nicht funktioniert? Nee, das hat nicht funktioniert. Weil sie ja jetzt erstmal für die Nord die Karten verkauft hatten. Wir sind ja auf der Süd und ich bin da ehrlich gesagt noch so ein bisschen zurückhaltend. Ja, weil, hört man von vielen Ecken, klar, dass das nicht so die schönste Situation ist aktuell. Mhm. Ne? Was willst du machen? Ich war jetzt auch seit März, konnte ich auch nicht jetzt arbeiten. Ja. Wozu brauchst du einen Stadionmoderator, wenn keine Leute da sind so? Mal gucken, ob es jetzt, hoffen wir, toi, 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 dass das jetzt gegen St. Pauli was wird. Und das wäre schön, ja, vielleicht noch als Abschluss eine sportliche Frage. Was haltet ihr denn von unserem Saisonstart, vom neuen Trainer Markus Anfang? Wie hat es euch gefallen bislang? Bisher ganz gut. Also ich find auch das, was er macht, das hat Hand und Fuß. Und ja, wie schon gesagt, es ist halt ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar, denke ich mal, auch in der Spielart, in der Spielweise, wie sie jetzt da vorgehen, auch wenn sie jetzt nicht die letzte Konsequenz vor dem Tor da haben. Aber das kommt noch. Das kommt noch. Ja. Nichts. Kann ich mich nur anschließen. Es wird im oberen Tabellendrittel auf jeden Fall enden, die Saison. Also ich denke auch, unter Dimitrios Kramotzis haben wir ja auch schon guten Fußball gespielt. Jetzt unter Markus Anfang, der hat nochmal eine krass, finde ich, extremere offensive Idee. Das merkt man richtig. Und also ich persönlich bin auch guten Mutes. Ne? Und ich freue mich, wenn wir uns auch im Stadion da mal wieder sehen. Ne? Auf jeden Fall. Also macht immer Spaß, wenn man euch da trifft. Ne? Und Emotion mit Emotion und mit Herz dabei, das finde ich immer super. Und dann danke ich euch für den kleinen Einblick und wünsche euch noch ganz viel Freude und behaltet das mal so bei. Ich finde das richtig goldig, kann man schon sagen. Haben wir vorher, Richtig gut. Ja. Also dann auch für euch die Lilien Inside Tassen. Ah. Ja, sehr cool. Erst die Dame. Dankeschön. Und dann, Michael, du kriegst auch eine. Vielen Dank. Und dann, alles Gute und auf bald. Ne? Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Inside. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt kam die Nachricht gegen St. Pauli auch ohne Zuschauer. Was wollen wir machen? Ne? Müssen wir alle durch? Ich freue mich, wenn wir uns bald alle wieder am Stadion sehen. Also, dann das nächste Mal wieder hier bei Lilien Inside. Bis dahin, gute und ciao, euer Colin.